Hey, willkommen zur nächsten Folge von Trainsport Fever 2. Es wird die letzte Folge sein, denn das Projekt kommt nicht so gut an, wie ich es gedacht habe. Und wenn die Nachfrage oder nach einer Zeit, wo du es einfach mit einer neuen Staffel oder ich spiele hier die Welt weiter oder fange es von vorne an, das muss ich dann noch gucken. Aber das werdet ihr dann sehen. Genau, bevor es losgeht, nach dem Projekt kommt dann der neue Prison Architect DLC, wie schon angekündigt, wenn er draußen ist. Ist jetzt schon lang draußen, aber es hat sich so ein bisschen verzogen. Aber ist hoffentlich nicht schlimm. Dann kommen da 3-4 Folgen. Und dann geht's weiter mit einem neuen Projekt. Und somit starten wir auch direkt die Welt mal. Und das letzte Mal haben wir wo aufgehört? Und zwar, glaube ich, hier in dem Streckenbau. Täusche ich mich da? Ist hier schon ein Zug unterwegs? Mal kurz gucken. Ach stimmt, hier ist ja nicht mal eine Route eingerichtet. So. Und dann sagen wir direkt mal einen, obwohl doch hier ist einer eingerichtet, sonst wird's nicht. Ich bin leicht verwirrt. Okay, dann sagen wir jetzt einfach eine neue Linie, die einmal von hier nach hier, ganz oben führt und dann wieder zurück. Benennen tue ich jetzt einfach nicht, um noch ein bisschen mehr zu zeigen. So, dann möchte ich gern einmal noch hier ein Bahndepot bauen. Wo bauen wir das am besten hin? Machen wir es doch lieber hier hin, weil hier noch die meisten Züge fahren werden. Vielleicht spiele ich safe mit meinem Privat weiter. Deshalb mal schauen. So, du bist in der ersten. Also hier mal anschließen. Fahren hier schon überall. Die Busse muss ich dann gleich mal gucken. Aber jetzt ist erst einmal der Zug dran. Genau, was nehmen wir denn hier Schönes? Dampflokomotive wäre schon reizend. 6 Millionen. Eine Elektrolok. Na, das sind eher so Güterloks. Ohne Diesel haben wir noch nicht, somit nehmen wir eine schöne Dampflokomotive. Und ich glaube, hier nehmen wir den schnellen. 1 Million unterhalb, Gott, ist der teuer. Mal schauen, wie teuer der Zug am Ende wird. Dann Wagen, Passagier. Moment, der ist so teuer. Dann nehmen wir. Wie viel brauchen wir? Ach nee, ist die Anzahl davon. Ich dachte so. So muss er schon groß sein, sonst sehe ich das, glaube ich, nicht. Ich glaube, der Zug ist ein bisschen zu stark hierfür. Dann nehmen wir dann doch lieber. So, die Lokomotive. Die ist deutlich günstiger. Und wird hoffentlich ein bisschen besser damit aushalten. Dann kaufen wir den einmal. Weisen ihm die Linie zu. Und lassen ihn hier mal aus dem Depot rausfahren. Ich glaube, die Lok haben wir auch noch nicht mal gehabt. Sehr schön. Das ist, glaube ich, bisher der längste Passagier. Nee, nicht der längste, aber ich glaube, der die meisten Personen halten kann. Ist das der größte Zug davon? Sehr schön. Das Haus sieht einfach so auf. Klappt. Natürlich, wenn hier jetzt noch nicht große Leute stehen. Und hier fahren auch keine
Grams. 18 aber schon drin. Machen wir jetzt die Strecke. Das Spiel gerade leicht verpackt, oder warum will er mir jetzt hier nicht anzeigen? Ich bin ja eigentlich hier mit Strom verbunden. Warum will er die mir jetzt nicht anzeigen? Guck es gleich. Fahren hier schon Trams? Ja, hier fahren sie schon. Warum möchten sie aber hier nicht fahren? Ist ja nicht alles mit Tramgleisen oder Upgrade Tramgleis? Oh, ich will ein bisschen mehr Tramgleis rein. Und jetzt nur wegen dem kleinen Stück da lag, weil da nicht Tram. So, Route zuweisen. Warum möchte der die da nicht drauf packen? Noch, nee, ich sag jetzt nicht wirklich daran, oder? Soll ich hier noch Tram drauf packen? Jetzt möchte der. Sehr schön, haben wir das auch hinbekommen. Kennen wir ja schon, deshalb fahren wir jetzt mit dem Zug hier weiter über unsere schöne Fachwerkbrücke, so dass man den Zug gleich mal von vorne ein bisschen sieht. So, ja, eine Dampflok, die auf einer elektrischen Strecke fährt. Mal schauen, ob wir die 100 hier mit erreichen. Machen wir mal eine kleine schöne Umfahrt mit dem Zug. Na, Bäume. Ach, herrlich. Oh doch, der Zug fährt auf maximalem Tempo. Sehr schön. Und das sogar noch berghoch, also haben wir alles richtig gemacht. Der schöne Getreidehof nebenan. Und die herrliche Musik noch im Hintergrund. Boah, da kommt ordentlich Verpestung raus. Und wir fahren zur Haltestelle. Wo noch? Warten hier schon Leute? Nö. Fährt also bis jetzt komplett leer. Soll sich aber dann bald ändern. Wenn hier dann die Lok durchfährt. Und wir tun natürlich schon den Privatverkehr aufhalten. Und machen hier allgemeines. Fördern das allgemeine öffentliche Verkehrsnetz. Sehr schön. Ich glaube, mit dem schnellen Zug werden wir auch sehr viele Privatleute auf unseren Zug ansprechen, denn wenn man einfach schneller ist. Mal schauen. Ich muss immer gucken, dass die Straße im recht schlechten Zustand bleibt. Denn somit können die hier nicht schnell fahren und steigen somit vielleicht eher auf die Lokomotive um. Oder stehen schon Nordsee. Und hier steht, soweit wie ich sehe, nur ein Passagier. Rufe mit Glück 2. Ein Passagier fährt somit hier mit. Ah, schlechter Zustand. Mal schauen, wie viele Leute jetzt anreisen.
ob hier die Strecke jetzt mehr genutzt wird. Können wir vielleicht gleich hier sehen. Nein. Ich möchte hier gerne einmal die Station. Doch, jetzt waren auch recht viele einmal nach hinten. Sehr schön. Dann werden wir hier so eine kleine schöne Tramstrecke eingerichtet. Dafür wurden die, glaube ich, nicht gebaut, aber hier wurden sie eigentlich auch nicht. Aber auch mal eine schöne Abwechslung. Das ist einfach das Effizienteste zurzeit, um die beiden Städten zu verbinden. Der Zug wäre hier recht teuer gewesen mit dem ganzen Tunnel- und Hügelbau. Und die normale Dieselbusse sind nicht so schnell wie hier meine Tram. Wir können auch, glaube ich, weniger mitnehmen. Trotz allem haben wir so schnell Geld. Gut. Dann können wir ja mal hoffen, ob es hier noch schneller ausbaut. Was fährt denn hier? Was gibt es denn schon für neue Fahrzeuge? Für Passagiere. Wir haben hier einen Landauer. Na, aber dann geht es ja schon recht schnell. Die Dimensionen sind so ungefähr gleich. Die können wir vielleicht hier mal aufrüsten. Nicht die hier. So, Fahrzeuge verwalten. So, einmal hier für eine 500.000 ersetzen. Können wir wesentlich mehr Passagiere mitnehmen. Müsste immer noch mehr nach zwei Richtung 80er aus. Nicht mehr die alten Steinhäuschen, sondern langsam Hochhäuser. Ja, genau hier. Nicht mehr diese alten Steinhütten, sondern geht es langsam hier schon in den modernen Bau. Gerade das Wort nicht gefunden. Hier sind aber ordentlich Leute. 30, aber dazu. Naja. Lässt zu wünschen übrig. 21 Leute. Oh, der macht auch, glaube ich, überhaupt kein Plus. Linie 1. Ja, da macht alles andere wie Plus. Obwohl, vielleicht, wenn sie sich gut einfädelt. So, dann möchte ich hier weiter meinem kleinen Schiffprojekt weitermachen. Wir wollten nämlich auch die Städte, die in Küstennähe sind, ja mit Schiff verbinden. So. Dann bauen wir mal alle, die so relativ nah grenzwertig ist noch der Start. Ist ja noch weiter weg. Aber wenn ich wage, der ja nicht gewinnt. Und ich glaube, hier ein bisschen unser Busnetz ausbauen. So, dann bauen wir doch noch hier. Wir sind hier beide schon am Transportnetz angeschlossen. Ist somit eine Methode, schneller zu reisen. Ja, aber ich habe hier. So. Jetzt gucken wir nochmal. Passt. Streng genommen können wir eigentlich auch noch hier sie mitnehmen. Aber lassen wir erstmal. Dann einmal so hier die Linie einrichten. Die hier einmal komplett durch die Map geht. Hier hin. Dann nach hier. Zum Schluss dann nach hier ganz hinten. Das sieht auch hier recht interessant aus. Und Sonny dann mal, ja, bei der Rückfahrt auf jeden Fall. Halten die hier noch mal. So. Hier haben wir ja schon einen Bus eingerichtet. Bei den anderen fehlt es dann noch.
So, Straßen. Busspur ja, elektrisch ja. So. Dann haben wir nicht Oberleitung drauf geklatscht. So, und dann brauchen wir hier nochmal ein Busdepot, elektrisch, Tram, ja. Okay, bei elektrisch macht das automatisch mit rein. Also somit könnt ihr auch hier schnell reißen. Dann brauchen wir noch hier bei hinein. Hier brauchen wir im Allgemeinen noch ein Busnetz. Aber hier können wir es so schon anschließen. Fehlt es nur noch hier oben. So, dann hier einmal die Straße. Fahren hier auch Trams. Sehr schön. Können wir hier nicht relativ einfach anschließen lassen. So. Jetzt müssen wir nur kurz einmal die Routen. Bus. So. Nacht. So, jetzt müssen wir einmal hier eine Haltestelle hinzufügen. Sieht es hier zwar aus wie. Genau, hier ist Haltestelle Nummer 3. Somit wird hier angefahren. So, hier ist es dann die blaue Strecke. Muss. Und nach die Fahne so rum, also bei 5, dürfen die danach hier nochmal halten. Hier benötigen wir ein komplett neues Busnetz. Richten wir aber später ein. Zuerst kaufen uns jetzt hier ein paar neue Züge. Züge sag ich schon, Schiffe. Und was für Passagiere. Groß. Nein, lieber bauen wir mehrere kleine. Er kann 130. Ich glaube, wir nehmen. Ah, ich weiß es nicht. Ich kann schon gut. So, wir nehmen schon mal zwei Schiffe dafür. Die dürfen hier schon mal ein bisschen am rumfahren. So schön, wie auch das hintere erste losfährt. Hier noch die alten. Das ist auch noch Raddampfer. Ist noch Raddampfer. So, dann gucken wir mal. Bis sie sich einfädeln und mitfahren möchten. Bauen wir hier kurz nochmal das Straßennetz ein bisschen aus. So, dann hier ein bisschen upgraden. Auf jeden Fall kommen hier Busspuren rein. Wo wären wir denn sonst? Dann kommen hier nochmal Tramgleise drüber. Dann bauen wir einmal hier kurz die beiden Straßen. Kollision, ach so, nicht genau getroffen. So, und dann noch mal kurz. Wo hast du nicht gebaut? Doch, hast du. Ach, der hat ja schon. Hier noch mal Tram drauf. Hier Bus drauf.
Somit sollte das dann alles hier passen. Ah, der fährt da ganz hinten. Dann brauchen wir bei Gebäude ein... Wir nehmen einfach direkt schon Tram. Dann später, wenn Züge kommen, brauchen wir es eh. So, dann bauen wir noch schnell die Bushaltestellen mit ein. Eins, zwei, drei, vier. Und dann noch schnell hier eine neue Linie. Eins, so. So, dann kaufen wir drei Trams. Die dürfen hier einmal die Passagiere mit umschleppen. Und das sieht schon nicht so aus. Ja, was soll damit sein? Ach, ich sehe es. Na, da wohl nicht Tram gebaut. Aber sonst sollte jetzt überall Tram stehen. Ja, ich verstehe jetzt nicht genau, was das Problem an der Strecke sein soll. Gucken wir uns einfach mal. Liegt es dann einfach an dem... Ach so. So, jetzt hat sich das auch geklärt. Hier stehen jetzt schon 8 Personen. Hier wollen wir noch relativ wenig mitfahren. Ja, connected sind sie eigentlich. So, vielleicht wollen sie so ein bisschen mehr laufen. So, dann fährt hier die kleine Tram ein. Mal schauen, wie viel jetzt hier vielleicht mit unserem schönen Schiff fahren wollen. Aber wie es aussieht, wollen die meisten nur mit Zug fahren. Was auch gut ist. Also suche ich ja mal kurz unsere Schiffe. Hier stehen jetzt schon 10. So. Man ist ja so gespannt, wie... Was können wir denn hier bauen? Schon irgendwie gleich gespannt, wie viele Leute dann später wirklich dann fahren wollen. Und fahren werden. Das sind hier noch die Kutschentrams. Okay, tun wir dann auch mal ab. Ersetzen. Hier nehmen wir wirklich mal die teuren, recht guten Tramgleise. Platz verfünffacht oder sowas? Nee. In die andere Tram passt, ne? Das habe ich nur noch verdoppelt. Jetzt bin ich gleich gespannt, wie viele hier unten wirklich dann aussteigen werden. Das wäre schön. Aber ich kann es auch verstehen, was wollen sie denn hier hinten? Obwohl hier gibt es Maschinenteile. Also für Maschinenteile, die ich vielleicht einkaufen gehe. Und das hier wäre lukrativ. Vor allen Dingen, die können hier Maschinenteile kaufen. Hier nichts. Hier können sie einfach Urlaub machen. Und hier hätten sie halt eine Anbindung ans komplette andere Netz. Und eigentlich können alle noch hier Maschinenteile holen und von hier hinten Werkzeuge holen.
Also groß was dagegen sagt eigentlich nichts. Ja, das war's dann für das Projekt Transport Fever 2. Ein bisschen längere Folge mal gemacht, um nochmal in den Genuss davon zu kommen, die das Projekt geguckt haben. Und mal schauen, ob ich es vielleicht im Livestream mal spielen werde, so 2, 3 Stunden lang. Hier in unserer kleinen Karte. Gucke ich dann mal. Sehe ich dann auch, wenn ihr es vielleicht in die Kommentare schreiben würdet, ob ihr sowas sehen würdet. Wäre ich euch dankbar und dann sage ich auch dann mein Standard. Wir sind schon wieder am Ende der Folge angekommen. Jetzt könnt ihr noch gerne den Kanal abonnieren und aktiviert die Glocke, um somit kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und jetzt seht ihr hier noch einmal ein von YouTube benutzerdefiniertes Video und einmal nebendran die Playlist, wo ihr somit alles angucken könnt von dem Projekt. Und somit sage ich auch mal, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.